Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben Kleinen. Hallo? Das war Clint. Man nennt ihn auch Clint-Martin-Lage. Gut, für den Eröffnungsgag habe ich ungefähr 2 Minuten gebraucht, denn die musste erstmal auf Vollton kommen. Aber damit einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube. Und herzlich willkommen zu diesem Video. Lange nicht mehr aus dieser Perspektive gesehen. Das ist übrigens ein schönes Regal. Am heutigen Tage möchte ich gerne mit euch über etwas reden, was vor ungefähr einem Jahr ganz genau gestartet ist und was ich jetzt vorhabe, damit zu reformieren oder zu ändern. Vor einigen Wochen habe ich auf Instagram zur Abnehmen-Challenge bzw. zur Abnehmen-Katze etwas gepostet und habe dort gesagt, hey Leute, was geht? Katze ist hier und so. Und so wie es momentan läuft, kann es nicht weitergehen. Damit meinte ich nicht, dass ich einen Nervenzusammenbruch kriege, der kommt erst übermorgen, sondern damit meinte ich, dass die Abnehmkatze, so wie sie momentan gelaufen war, von mir nicht mehr gut funktioniert hat. Aus dem einfachen Grund, weil ich selber an einem ziemlich selbstzerstörerischen Moment meines Lebens war. Ist jetzt blöd, Revue passieren zu lassen und ist auch blöd dahergesagt. Wenn man das alles so betrachtet, ich hatte nur im Endeffekt nicht den Willen, das durchzusetzen. Jeder wird dann mal irgendwann schwach und ich hatte halt in dem Moment das. Warum ist das mein Gesicht, Kamera? Kannst du mir das erklären? Warum liegt der Akku-Fokus auf meinen scheiß Ohren? Da sagt man, ich höre nicht. Faszinierend. Das bedeutet im Endeffekt, ich hatte eigentlich vor, die Abnehmkatze ja durchzuhalten. Und das war auch fest vorgenommen. Ich hatte nur im Nachhinein dann irgendwann das Problem bekommen, dass ich sie selber auch nicht mehr aktiv durchgehalten habe. Es war super einfach, im Anbetracht des Stresses, was eben, keine Ahnung, Buchhaltung, Steuern und so weiter angeht, hinzugehen und zu sagen, okay, ich kann mir jetzt einfach mal eine Pizza holen, zum Beispiel. Und das war halt relativ einfach, die Pizza zu holen, weil eine moderne Gesellschaft, du kannst dir eine Pizza holen. Die Selbstkontrolle war nicht mehr da. Ganz einfach gesagt, die Selbstkontrolle war nicht mehr da. Was davor dann einfach nur irgendwie 2 Liter Carb in der Woche waren, war dann auf einmal, ja, ich hatte jetzt die Woche 7 Cheat Days plus einen. Wie das passiert ist, weiß ich nicht. Aber es hatte auf jeden Fall am Ende des Tages das Gewichtszunahme-Effekt. Ich habe zugenommen, ich war wieder dicker. Faszinierenderweise, jetzt habe ich letzte Woche kein Bild gepostet und da war ich noch in Köln. Da war ich auf der ESL Cologne in der Woche davor, wo wir ja den gesamten Tag über nichts anderes getan haben als zu essen. Ich auf jeden Fall. Und trotz alledem habe ich heute gewogen und das hier ist mein momentanes Gewicht. Ihr versteht, was mich daran verwirrt? Ich habe mich nicht an meine Ernährung gehalten, wieder mal, und ich habe wieder sehr viel abgenommen. Es könnte daran liegen, dass ich eben durch die Vorproduktionsphase und allgemein durch das Reisen wieder viel verbraucht habe. Ich halte es für fast ausgeschlossen, dass das ein dauerhafter Effekt ist. Also ich glaube, dass das jetzt nicht einfach wieder so wird wie beim letzten Mal, wo wir angefangen haben, dass es am Anfang super schnell geht, sondern ich glaube, dass es wirklich einfach in dem Fall jetzt ein Zufall war, dass wir doch wieder Gewichtsreduktion hatten. Sie ist immer noch höher als mein lowster Punkt, definitiv. Also was Gewicht angeht, was CSM angeht und so weiter, ist der lowste Punkt noch lange nicht erreicht. Da müssten wir dann in die Magersucht fallen. Das lassen wir lieber. Folgendes. Ich bin eigentlich daran, das Ganze wieder aufnehmen zu wollen. Ich möchte wieder die Abnehmkatze starten, ich möchte wieder abnehmen, ich möchte Gewicht reduzieren. In diesem Mal auch wieder, wie davor auch. Zum einen, weil ich von mir selber schwer enttäuscht war in dem Moment, was auch völlig legitim ist. Zum anderen aber auch, weil sich die Gründe, warum ich sie damals angefangen habe, ja nicht verändert haben. Sie sind ja immer noch genau gleich wie zuvor. Ich verstehe also irgendwo nicht ganz, wo da jetzt meine selbstzerstörerische Ader hergekommen ist. Ich mache das in One Take, I don't care. Aber sie wird auf jeden Fall weiter fortgeführt. Mit dem besten Gewissen und den besten Bemühungen meinerseits. An der Stelle kommt aber eine Kleinigkeit hinzu. Wer weiß, wer die letzte Abnehmkatze kennt, weiß, dass ich davor mit Balui angefangen hatte. Der weiß von dem Video hier nichts. Wir hatten vor einiger Zeit mal zusammen was aufgenommen. Aber ich habe auch auf der ESL ein paar Leute getroffen zum Beispiel, die gesagt haben, hey, lass das wirklich mal zusammen machen. Und das Video hier steht jetzt als indirekter Aufruf an diese Leute. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr da wirklich Interesse dran habt. Lasst uns das wirklich zusammen machen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ich werde es auch alleine machen. Ich habe damit kein großes Problem. Aber von mir aus können wir es auch sehr, sehr gerne zusammen machen. Wenn euch das selber glücklich macht und ihr auch um euer Gewicht
bemüht seid, dann funktioniert das ja auch. Für die Leute, die das Ganze interessiert, es wird weiter mit Low Carb weitergehen. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video hier ein wenig in Blicke verschleift hält, so ein bisschen, ne? Es ist für mich gerade, wie gesagt, es ist ein Tag nach meinem Geburtstag. Ich habe gestern sehr schlecht geschlafen. Deswegen verzeiht mir, wenn ich ein wenig verpeilt rüberkomme. Ich logge mich jetzt in meinen Rechner ein. Großer Schwengel 12. Und danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir gerne ein bisschen was in die Kommentare. Ich werde ab jetzt auch wieder Kommentare lesen. Danke an die Mods, die das für dahin übernommen haben. Aber das ist wirklich... Ja, das war eine kurze Reaktion. Es tut mir sehr leid. Leute, macht das gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Throw your canes up.